Im heutigen Tutorial werde ich dir zeigen, wie du ProPresenter zusammen mit StageLight nutzen kannst, um deine Bühnenbeleuchtung zu steuern. Und jetzt viel Spaß beim Tutorial. Ich habe hier im ProPresenter 4 Furchen angelegt, einfach nur um zu zeigen, wenn ich die Furchen wechsle, wie sich dann auch die Bühnenbeleuchtung ändert. Kommen wir zu StageLight. Ich habe hier in StageLight 2 Scheinwerfer gepatcht und wir fangen jetzt an, 4 verschiedene Cues aufzunehmen. Dazu klicke ich den Cue Record Button und nehme die erste Cue auf. So. Und speichere die als erste Cue ab. Ich kann jetzt diese Cue auch hier anwählen. Wieder abwählen. Das Ganze mache ich jetzt noch ein zweites, drittes und viertes Mal. Also Cue Record Button klicken. Nehmen wir jetzt mal den zweiten Scheinwerfer. Machen wir blau. Speichern noch die zweite. Jetzt nehmen wir die dritte Cue. Nehmen wir grün, ein bisschen hell ist grün. So. Speichern es als dritte Cue. Und ein letztes Mal. Also wie wir sehen, wir haben jetzt unsere verschiedenen Cues. Ich werde in StageLight noch den Multi-Cue-Modus ausschalten, dass immer nur eine Cue aktiv sein kann. Ja, und jetzt, wenn ich eine Cue einfäde, wird automatisch die andere Cue ausgefädelt. Okay, jetzt gehen wir wieder zurück in ProPresenter und konfigurieren das MIDI-Setup. ProPresenter erfolgt diese MIDI-Steuerung über Makros. Dazu klicken wir hier in der Makro-Section diesen Plus-Button und legen uns ein Makro an und wir nennen das einfach mal Q1. So, und jetzt fügen wir eine Aktion hinzu und da gibt es bei Kommunikation Gerät öffnen, da wir noch kein Gerät hinzugefügt haben und wir fügen ein MIDI-Gerät hinzu. So. Und wir benutzen die MIDI-Session als Ziel. Also jedes Signal, was ich im ProPresenter, jedes MIDI-Signal, was ich im ProPresenter sende, geht an die MIDI-Session. So, das konfigurieren wir so. Und dann müssen wir noch uns hier verbinden. Ich mache den Gerätemanager wieder zu. Wir gehen jetzt wieder in das Makro und sagen Aktion hinzufügen, Kommunikation, MIDI, MIDI-Note ein. Wir wählen das Gerät aus, das in unserem Fall ist jetzt schon vorausgewählt. MIDI ein und wir gehen noch auf die maximale Intensity und wir nehmen die erste Note und das ist ein C. Und diese Cue duplizieren wir uns, nennen sie um. Und ändern die MIDI-Note. So, hier nehmen wir jetzt das Cis, duplizieren sie uns, nennen sie um
wieder die Note. Jetzt nehmen wir ein D. Und jetzt tun wir das Ganze noch ein viertes Mal. Na, falsch, ich wollte kein neues anlegen. Ich wollte die 3 duplizieren. Duplizieren. Umbenennen. Und MIDI-Event anpassen. Und jetzt nehmen wir ein Dis. So. Jedes Mal, wenn ich jetzt so ein Makro auswähle, wird eine MIDI-Note an die MIDI-Session geschickt. So, jetzt müssen wir sehen, dass wir das iPad mit dem MacBook, wo jetzt der ProPresenter läuft, verbinden. Und dazu gehen wir in das MIDI-Studio und wählen die Netzwerksicht. Wir sehen hier schon mein iPad Pro und ich verbinde es. Genau, iPad ist verbunden, wir sehen es hier. Und wir routen die MIDI-Netzwerk-Session. So. Wenn ich jetzt wieder ins StageLight wechsle, können wir unter Einstellungen, Settings, MIDI, MIDI aktivieren und uns mit der MIDI-Netzwerk-Session verbinden. Und wir wählen das User-Defined-Profil aus. Hier oben in diesem grauen Textfeld sehen wir jetzt einkommende MIDI-Messages. Ich jetzt hier im ProPresenter Q1 auswähle, dann sehen wir hier, dass die C-Note bei uns angekommen ist. Und das gleiche passiert auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Q2 wähle, Q3 und so weiter. Wir wählen uns jetzt hier in diesem Einstellungsdialog unsere 4 Qs aus. Wir fangen an mit Q1. Drücken jetzt Makro 1 im ProPresenter erneut und damit haben wir das Makro 1 im ProPresenter an Q1 in StageLight gebunden. Und das gleiche tun wir mit Q2 und Makro 2 und Q3 und Makro 3 und Q4 und Makro 4. Jetzt kann ich über die Makros hier im ProPresenter die Bühnenbeleuchtung steuern. Als letzten Schritt muss ich noch meine Makros im ProPresenter mit meinen Folien verknüpfen. Und das mache ich ganz einfach, per Drag and Drop ziehe ich ein Makro auf die Folie und wir sehen hier jetzt ein kleines M und wir tun dasselbe mit Makro 2, mit Folie 2, Makro 3, mit Folie 3 und so weiter, Makro 4 und Folie 4. Und wenn ich jetzt meine Folien wechsle, ändert sich auch die Beleuchtung in StageLight. Das war's schon wieder mit dem Tutorial zu ProPresenter und StageLight. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, schreib es mir in die Kommentare. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.